Wir behandeln jetzt gemeinsam die Tagesordnungspunkte 10.5 und 10.6, Stromsperren verhindern. Zwei unterschiedliche Fraktionsanträge. Zunächst Einreicher Bündnis 90 Die Grünen. Dazu gibt es auch einen Setzungsantrag interfraktioneller Art und dann Einreicher Dissidentenfraktion. Ich schlage vor, dass wir zunächst die Anträge einbringen und dann in die Fraktionsrunde einsteigen, die hier die Freien Wähler beginnen dürften. Zunächst den Antrag Bündnis 90 Die Grünen. Frau Siebeneicher bringt ihn ein. Sehr geehrter Erster Bürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen im Rat, liebe Zuhörende. Wir machen mit unserem Antrag Stromsperren verhindern einen ganz konkreten Vorschlag, wie wir Stromsperren in Dresden zukünftig stoppen wollen. Die Energiekosten steigen aktuell aus verschiedenen Gründen. Die Erzählungen der rechten Seite, oft hier im Rat gehört, dies würde vor allem an der Energiewende liegen, ist schlicht falsch. Wir haben es hier mit einem freien Markt zu tun, der aktuell aus den Fugen gerät und empfindlich auf die Verknappung reagiert. Die größten Preissteigerungen haben wir laut Studie des Potsdam-Instituts für Klimafolgenforschung im Bereich der Gasversorgung. Und dieser Trend nimmt, viel diskutiertes Thema, seit der Invasion in die Ukraine durch Russland stetig zu. Auf diese Dynamik, sowohl der steigenden Heizkosten, aber eben auch der Energiekosten, der Stromkosten, muss Bundespolitik reagieren. Das tut sie auch, zum Beispiel mit Sonderzahlungen für einkommensschwache Haushalte. Nun machen wir hier aber keine Weltpolitik und auch keine Bundespolitik. Wir sollten dennoch ernst nehmen, dass die Zahl der Stromsperren in Dresden in den vergangenen Jahren konstant hoch ist. Auch letztes Jahr waren es wieder 2000 Stromsperren im Jahr. Wir sollten darauf vorbereitet sein, dass in diesem und in den nächsten Jahren diese Zahl noch mal steigen kann. Denn der Stromverbrauch wird sicherlich durch das Homeoffice und auch durch das Homeschooling und eben andere technische Geräte gestiegen sein. Und die finanziellen Belastungen durch die Corona-Pandemie haben auch zugenommen. Hinzu kommt, gerade schon erwähnt, der Krieg in der Ukraine und die steigenden Preise durch Inflation. Ziel unseres Antrags ist es nun, Lösungen zu finden, wie man eine Stromsperre möglichst abwenden kann. Und das alles natürlich datenschutzkonform. Denn wenn Armut dazu führt, dass der Strom abgestellt wird, das Telefon nicht mehr funktioniert, der Herd nicht mehr funktioniert, kein Essen mehr gekocht werden kann, dann ist das aus meiner Sicht, aus unserer Sicht eine sozialpolitische Aufgabe, der wir uns als Stadt stellen sollten. Wir wollen ganz konkret darauf hinwirken, dass Strom nicht mehr bei Familien mit Kindern unter 12 Jahren und Schwerkranken abgestellt werden darf, dass Stromsperren in den Wintermonaten ganz generell verhindert werden und dass wir dabei die Datenschutzrichtlinien beachten und gemeinsam mit den kommunalen Energieversorgern Wege suchen, trotz allem eine persönliche Beratung anzubieten, wenn Stromsperren eine Stromsperre notwendig machen. Das könnte dann so aussehen, dass man spätestens 14 Tage vor der Sperre, der angedrohten Sperre, ein persönliches Gespräch angeboten bekommt, nochmal von dem Energieversorger, und auch eine Einsparberatung angeboten wird. Wir wollen außerdem das Angebot machen, dass die Menschen, die unter Stromschulden leiden, eine Ratenzahlung angeboten bekommen. Und ein ähnliches Angebot machen wir aktuell schon im Bereich Mietschulden als Stadt, um eben den Verlust der Wohnung zu verhindern. Wir denken da an ein ähnliches Fondssystem. Der könnte geschaffen werden, damit man, wenn man gerade das Geld für die Stromrechnung nicht hat, ein zinsfreies Darlehen aufnehmen kann, die Stadt vorübergehend die Stromschulden übernimmt und auch bei effizienten Geräten unterstützt, aber man dann natürlich das Geld auch zurückzahlt. Klar ist, das alles kann nur ein Angebot an die Betroffenen sein. Sie müssen selbst entscheiden, ob sie das annehmen. Aber aus unserer Sicht ist es ein Stück weit mehr, was wir da tun können, als bisher. Ich hoffe sehr, dass der Antrag heute eine Mehrheit findet. Und ich denke, dass dieses ein sehr konkreter Beitrag der Stadt sein könnte.
Ich möchte an dieser Stelle auch noch mal betonen, dass wir sehr wenig über die Gründe von Stromsperren wissen. Das ist im Ausschuss in der Debatte deutlich geworden. Wir haben damals im Sozialausschuss Vertreter der Sachsenenergie da gehabt und der Schuldnerberatung. Und wir haben gehört, dass man nur mutmaßen kann, dass es aber ganz verschiedene Ursachen hat. Das eine ist, es kann ein versehentliches Zahlungsversäumnis sein. Es kann ein generelles Schuldenproblem sein. Es kann aber auch sein, dass die staatlichen Unterstützungen eben nicht ausreichen bei Sozialleistungsempfängern, um die Stromrechnung zu bezahlen. Uns wurden aber auch Fälle geschildert, wo man durchaus auch von einer Scham der Betroffenen ausgehen kann, zum Beispiel wenn die Rente nicht für die Stromrechnung reicht oder wenn man nach einem längeren Krankenhausaufenthalt wieder in die Wohnung zurückkommt und feststellt, dass der Strom abgestellt ist, weil eben wochenlang, monatelang niemand die Post geöffnet hat. Es ist nicht unsere Aufgabe, zu urteilen, wie es zu diesen Stromsperren kommen konnte. Ich denke, unsere Aufgabe ist es, anstatt alles dafür zu tun, dass Stromsperren zukünftig besser noch verhindert werden können. Und deswegen bitte ich um Unterstützung des Antrags und auch des interfraktionellen Ersetzungsantrags, den ich hiermit in der Rede auch eingebracht habe, und hoffe auf eine breite Zustimmung bei diesem sehr wichtigen Thema. Soweit die Einbringung des einen Antrages. Wir kommen jetzt zur Einbringung des zweiten Antrages. Herr Schmählich, bitte schön für diese Sendung. Sehr geehrte Oberbürgermeister, werte Kolleginnen und Kollegen, liebe Menschen im Livestream. Ja, manche Anträge sind wie guter Wein. Sie reifen noch in der Flasche, in dem konkreten Fall im Flaschenhals des Stadtrates. Warum haben wir heute zwei verschiedene Anträge, die aber eigentlich, zumindest was die Ursprungsanträge angeht, doch ziemlich gleichlautend sind, vorliegen? Deshalb noch einmal zur Erläuterung. Der Antrag der Grünen datiert auf den 21.01.2020, also vor 2 Jahren. Dann kam die Pandemie. Der Antrag wurde zurückgestellt, weil auch die DREWAG seinerzeit in der Pandemie auf Stromsperren freiwillig verzichtet hatte. Als ich im Frühjahr 21 die DREWAG hatte mittlerweile die Praxis der Stromsperren wieder aufgenommen, in der Fraktion nachfragte, hieß es, der Antrag sei zurückgezogen. Das veranlasste uns Dissidenten fast wortgleich, diesen Antrag noch einmal einzubringen. Dann erinnerten sich die Grünen an diesen Antrag und haben den dann auch wieder aktiviert. Das nur noch mal zur Historie dieser ganzen Geschichte. Ich würde aber sagen, was soll's? Manche Anträge erledigen sich, manche nehmen aber auch an Bedeutung zu, und das würde ich für diesen Antrag nun doch auch in Anspruch nehmen. Die drastischen Preiserhöhungen bei den Energiekosten, die übrigens nicht durch Verknappung, sondern gerade im Moment im hohen Maße durch Spekulation begründet sind, und die natürlich durch den Angriff Russlands auf die Ukraine noch einmal an Dynamik zugenommen haben, eine solche Preiserhöhung produziert Verlierer. Das Thema Energiearmut steht ganz oben auf der Agenda. Nicht umsonst hat auch die Bundesregierung und der Bundestag, die Bundesregierung angekündigt, zumindest durch Einmalzahlungen hier einzugreifen. Nun ist diese Hilfe aber mehr als unzureichend, weil vor allen Dingen Geringverdiener und Rentner fast leer ausgehen. Was können wir als Kommune tun? Gegen die drastischen Preiserhöhungen, glaube ich, haben wir nur wenig Einflussmöglichkeiten. Die Energiearmut werden wir nicht in Dresden beseitigen. Wir können aber unseren Beitrag leisten, dass in dieser dramatischen Krise Menschen nicht vollends auf der Strecke bleiben. Wir können ein Signal setzen. Mag Putin den Energiehahn zudrehen, wir tun es gegenüber unseren Bürgerinnen und Bürgern nicht. Hinter dem Thema Energie steckt Teilhabe. Wer von Strom oder auch von Wärmeleistungen abgeschnitten ist, ist faktisch aus der Gesellschaft ausgeschlossen. Jeder kann sich vorstellen, was das bedeutet. Vorräte im Kühlschrank vergammeln. Lesen geht nur bei Kerzenlicht. Ich kann nur jedem Einzelnen doch einfach mal den Selbstversuch empfehlen, 24 Stunden zu Hause ohne Strom dazustehen.
Davon waren im vergangenen Jahr, und das ist keine Pelitesse, verehrter Kollege Krüger, davon waren im vergangenen Jahr 1297 Dresdner Haushalte betroffen. Wie viele Menschen, wie viele Alte, wie viele Kinder? Wir wissen es nicht. Eins aber sollten wir für uns feststellen, 1297 Haushalte sind 1297 Haushalte zu viel. In dem Antrag steht, und dieser Vorwurf steckt immer so im Raum, dass man praktisch den Betroffenen den Strom schenken solle. Das ist natürlich Quatsch, das muss ich so deutlich sagen. Es werden in dem Antrag, auch in unserem Antrag, Lösungen aufgezeigt, wie das Abklemmen des Stroms verhindert werden kann. Wie verhindert werden kann, dass Menschen sozusagen von der Versorgung abgeschnitten werden. Das ist der Inhalt. Und da gibt es verschiedene Lösungsmöglichkeiten. Ich weiß, aus welchen Gründen die Linken Prepaid-Zähler ablehnen. Sie sind aber ein durchaus auch vernünftiges Instrument. Und von daher gibt dieser Antrag ein Instrumentarium in der Hand, dass wir einen Grundsatz hinbekommen. Niemand soll in dieser jetzigen Situation praktisch von der Stromversorgung abgeschnitten werden. Und ich denke, das ist auch einer Sachsenenergie, die momentan auf den Energiemärkten in dreifacher Millionenhöhe Risiken einzugehen hat, zuzumuten. Ich hoffe deshalb und appelliere auch an diesen Stadtrat, es wäre ein blamables Signal, wenn Sie die Menschen, die durch die Energiepreise, die im Übrigen auch durch Sozialleistungen, insbesondere beim Strom, nicht ausgeglichen werden, hier und heute im Stich lassen würden, wenn Sie die dort in Not geratenen praktisch im Regen stehen lassen würden, auch bei diesem Sonnenschein. Geben Sie sich also bitte einen Ruck und unterstützen Sie und stimmen Sie diesem Antrag zu. Vielen Dank. Soweit zur Einbringung beider Anträge. Jetzt steigen wir ein in die Fraktionsrunde. Es beginnen die Freien Wähler. Herr Genschmer. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen, schon erstaunlich, dass zwei Anträge von 20 und 21 mit dem Krieg, dem Vorsprungkrieg von diesem Jahr in Verbindung gebracht werden. Aber sei es drum. Deutschland ist aktuell Europameister und Weltmeister zugleich, aber nie im Fußball, Handball oder sonst einer populären Sportart. Deutschland ist seit über 4 Jahren Europameister und inzwischen auch Weltmeister in Strompreisen für private Haushalte. Grund dafür liegt nicht in den gestiegenen Preisen für Öl, Gas oder Kohle. Grund dafür ist einzig und allein die Ideologie seit der Macht, der Grünideologie seit der Machtübernahme von Rot-Grün 1998, die zur Verdoppelung des Strompreises für private Haushalte geführt hat. Wenn, Herr Schmelich, Sie waren gerade dran, wenn jetzt das linke Lager beklagt, dass der Strompreis zu Stromsperren führt, dann ist das pure Heuchelei. Das Wall Street Journal stellte dazu bereits am 29. Januar 2019 fest, Deutschland betreibt die dümmste Energiepolitik der Welt. Ich möchte sagen, Deutschland im grünen Wahn betreibt nicht nur die dümmste, sondern auch die unsozialste Energiepolitik der Welt. Danke für Ihre Aufmerksamkeit. Als nächstes CDU-Fraktion, Herr Krüger. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen, diese beiden Anträge sind, Sie entschuldigen bitte, billigster Populismus. Und das wissen Sie. Die Sozialbürgermeisterin, in Klammern Die Linke, der Bürgermeister Finanzen, Personal und Recht, in Klammern SPD und die Sachsenenergie haben ausführlich dargelegt, warum nahezu nichts von dem, was hier beantragt wird, umsetzbar ist und was in diesen Anträgen drinsteht. Und trotzdem, und trotz dieser Ablehnung in den Ausschüssen, bringen Sie diese hier erneut. Solche Anträge, meine Damen und Herren, sind ein Hauptgrund für Politikverdrossenheit. Sie versprechen Menschen, die in Not sind, Dinge, von denen sie jetzt schon wissen, dass sie nicht umsetzbar sind. Sie als kleine Stadtratsfraktion versprechen allen Bürgerinnen und Bürgern unserer Stadt, dass sie ab sofort keine Angst mehr vor hohen Energiepreisen haben müssen. Die Stadt wird dafür schon einspringen.
Sie versprechen, dass niemand mehr Stromsperren fürchten muss, zwischen Oktober und März generell nicht, auch sonst nur in extremen Ausnahmesituationen. Sie versprechen, dass alle Haushalte, in denen kranke Menschen leben, von Strompreisen, Stromsperren verschont werden. Und Sie versprechen, dass die Stadt pauschal zinslose Kredite vergibt, damit die Menschen mögliche Stromschulden begleichen können. Da Sie bewusst keine Deckung versprechen, erzählen Sie hier faktisch von zinslosen Krediten in unbegrenzter Höhe. Keines dieser Versprechen werden Sie halten können. Das ist bitter. Sie wecken Hoffnungen, die Sie niemals erfüllen werden können. Und das nur für einen kurzen Erfolg der öffentlichen Wahrnehmung. Das ist der Inbegriff von Populismus. Ich kann jedem Zuschauer und jedem Zuhörer nur empfehlen, sich im Ratsinformationssystem die Stellungnahmen der Verwaltung zu diesen Anträgen durchzulesen. Wie gesagt, Stellungnahmen von Bürgermeistern der Linken und der SPD, mithin also Experten auf diesem Gebiet. Sie werden feststellen, dass diese Verwaltungsexperten darauf hinweisen, dass Energiekosten im Hartz-IV-System enthalten sind und regelmäßig angepasst werden. Sie werden feststellen, dass bereits jetzt jeder Einzelfall geprüft wird und im Extremfall auch geholfen wird. Sie lesen, ich zitiere, die Möglichkeit der darlehensweisen Gewährung von Transferleistungen zur Behebung von Notsituationen, Ende des Zitats, gibt. Aber eben nach entsprechender Prüfung und nicht nach pauschal zinsloser Kredite, so wie es die Antragsteller versprechen. Sie lesen ebenfalls, der Energieversorger nicht weiß, ob Familien oder Menschen mit schweren Erkrankungen seine Vertragspartner sind. Selbst wenn Verbraucher dies schreiben, dürfen diese Daten nach der Datenschutzgrundverordnung nicht erhoben werden. Es würde bedeuten, dass ein permanenter Datenabgleich mit dem Einwohnermeldeamt und den Krankenkassen erfolgen müsste, um diese Daten aktuell zu halten. Das ist aus Datenschutzgründen einfach nicht möglich. Lassen Sie mich ganz offen sagen, diese Anträge sind schäbig. Sie diskreditieren die bestehenden Hilfssysteme, indem sie den Eindruck erwecken, die Stadt würde sich um nicht in Not geratene Bürger kümmern. Und gleichzeitig versprechen sie Dinge, die nicht umsetzbar sind. Sie wecken Hoffnungen, die nicht erfüllbar sind. Sie fügen dem sozialen Zusammenhalt in unserer Stadt Schaden zu. Um dies zu verhindern, werden wir diese Anträge ablehnen. Als nächstes an AfD-Fraktion Herr Bröhr. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, sehr geehrte Stadträte, liebe Dresdner. Wir entscheiden also heute über zwei ursprünglich wortgleiche Anträge desselben Autors, Herr Schmelich, jedoch unterschiedlicher Fraktionen. Das ist ein Novum, ne? Dieses Paradoxon ergibt sich, weil sich wohl Hell- und Dunkelgrün in kleinkindhafter Weise nicht über die Urheberschaft einigen konnten. Ebenso stur hielt man auch an den Anträgen an sich fest, obgleich diese nahezu in jedem einzelnen Punkt in der Expertenanhörung zerpflückt wurden. Nun müssen wir uns also damit beschäftigen. Grundsätzlich richtig ist zunächst, dass in Deutschland die Strompreise am höchsten sind und sowohl die Bürger als auch Selbstständige und Unternehmen in Übergebühr belasten. Verschärft wurde diese Problematik durch eine völlig unstrukturierte und aktionistische Lockdown-Politik. Diese verschob, wie wir bei der Anhörung erfahren durften, das Problem der Stromschulden mittlerweile auch in die Mittelschicht und in Unternehmen. Bisher war sie ja nahezu ausschließlich ein Problem von Menschen der unteren Einkommensschichten bzw. Transferleistungsempfängern. Was dabei natürlich wohlweislich verschwiegen wird, ist, dass die hohen Energiepreise hauptsächlich aus einer verfehlten Energiepolitik resultieren, speziell aus einer ausschließlich politisch und weltanschaulich motivierten überstürzten Energiewende. Nun wird sich sicher manch einer fragen, warum die AfD diesen Antrag nicht unterstützt, obwohl wir doch sonst so für die Entlastung der Bürger sind. Ja, die Frage haben Sie, ne? Ich beantworte sie Ihnen, Herr Lichti. Es ist richtig, wir sind für niedrigere Energiekosten. Die vorliegenden Anträge senken die Stromkosten für die Endkunden jedoch nicht um einen einzigen Cent. Nicht um einen einzigen Cent.
Im Gegenteil, es würden höhere Kosten entstehen, dazu später mehr. Zunächst zum Argument, dass die Energieversorgung ein Grundbedürfnis sei und daher nicht unterbrochen werden dürfe. Dies ist unlogisch. Energieversorgung ist zwar ein Grundbedürfnis, jedoch stellt die Gesellschaft bedürftigen Mittel zur Verfügung, um die Stromkosten finanzieren zu können. Die Abwicklung der Bezahlung an die Energieunternehmen liegt jedoch in der Verantwortung des jeweiligen Bürgers. Das Energieunternehmen hat, auch im Interesse aller anderen Stromkunden, einen Anspruch auf Bezahlung der Leistung. Man kann ja auch nicht beim Bäcker kostenlos Brot einfordern, weil Essen ein Grundbedürfnis sei. Dass Menschen bisweilen aus vielschichtigen persönlichen Problemlagen heraus in diese Notlage kommen, ist jedermann völlig nachvollziehbar. Daher hat der Gesetzgeber strenge Regeln an Stromsperren gelegt, die natürlich von der Sachsenenergie auch eingehalten werden. Zudem gibt es umfassende Hilfsangebote gerade von der öffentlichen Hand, um diese Menschen zu unterstützen. Für manche bedarf es allerdings eines gewissen Leidensdruckes, um solche Angebote auch anzunehmen und damit der eigenen Verantwortung gegenüber der Gesellschaft nachzukommen. Stromsperren stellen ein solches Mittel dar. Dass dies geeignet ist, kann man auch daran sehen, dass die übergroße Mehrzahl der Stromsperren in kürzester Zeit beendet werden konnten. Gefordert wird weiterhin, dass die Sachsenenergie die gesundheitliche Verfassung der Stromkunden und das Alter ihrer Kinder berücksichtigt. Der Herr Krüger hat es schon gesagt, das ist auch wieder zu kurz gedacht. Diese Informationen kann die Sachsenenergie gar nicht haben und darf sie weder erheben noch speichern. Prepaid-Zähler, Herr Schmählich, das ist in diesem Zusammenhang wohl das Dümmste, was man sich ausdenken kann. Erstens kosten diese wieder eine dreistellige Summe, was die Schulden erneut anwachsen lassen würde. Zweitens sind sie diskriminierend, denn jeder im Haus kann sehen, wer seine Stromrechnung nicht regelmäßig bezahlt. Und drittens liefert ein solcher Zähler auch dann nur Strom, wenn er vorher gefüttert wurde. Er hat also eine eingebaute Stromsperre. Hieß der Titel des Antrags nicht Stromsperren verhindern? Naja, Logik ist offensichtlich nicht Herrn Schmählichs Sache. Kommen wir abschließend zu der Frage, welche Alternativen zu Stromsperren der Sachsenenergie zur Verfügung stehen würden. Auch diese Frage wurde bei der Anhörung beantwortet. Es müsste nämlich ein gerichtliches Mahnverfahren eingeleitet werden. Dieses ist mit erheblichen Kosten verbunden und würde somit die Belastung für die betreffenden Haushalte drastisch erhöhen. Es würde also das Gegenteil von dem eintreten, was man vorgeblich erreichen will. Ich hatte es vorhin gesagt, die Kosten steigen. Wir als AfD sehen daher beide Anträge als populistische Effekthascherei an und lehnen sie daher ab. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit. Als nächstes Fraktion Die Linke, Herr Schäuber. Nein, nicht Frau Barkow, bitteschön. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, sehr geehrte Kolleginnen und Gäste. Ich finde die Diskussion, gerade die letzten beiden Wortbeiträge, wirklich zynisch. Und ich denke, man muss hier einfach nochmal verschiedene Aspekte beleuchten, die mit Stromsperren einhergehen. Denn es ist ja nicht so, dass wenn man Strom nicht bezahlt, dass es so ist, als würde man irgendwas anderes nicht bezahlen, sondern ohne Strom fällt ja ganz viel in der Folge weg. Man hat kein Licht mehr, man kann sich kein Essen kochen mehr, der Kühlschrank funktioniert mehr. All das hat massive Auswirkungen auf das Alltagsleben. Das ist erstmal Fakt. Das heißt, es ist schon ein besonderes Gut. Stromsperren können verhängt werden ab einem Zahlungsrückstand von 100 Euro. Das ist da die Auswirkungen so drastisch sind, einfach wirklich unverhältnismäßig ab 100 Euro schon eine Stromsperre erhalten zu können. In Dresden sind jährlich etwa 1300 Haushalte von Stromsperren betroffen. In der Mehrheit dauern diese Stromsperren etwa 5 Tage an. Der Aufwand allerdings, diese Stromsperren wieder aufzuheben, ist enorm und diese Kosten sind ja auch vom Verbraucher, vom betroffenen Haushalt zu begleichen. Das heißt, oftmals übersteigt der Aufwand und die Kosten, die Stromsperre wieder aufzuheben, den eigentlichen Zahlungsausstand. Das ist schon mal an dieser Stelle ein wirklich großes Problem. Und überproportional sind im Übrigen auch Alleinerziehende betroffen von solchen Stromsperren, und zwar aufgrund von Armut, weil einfach die Rechnung nicht bezahlt werden können. Das heißt, in diesen Haushalten leben Kinder überproportional, sind also Haushalte, die einfach zu wenig Geld haben, von Stromsperren betroffen.
Ja, im Sozialausschuss wurde dargestellt, dass viele Dinge nicht möglich sind. Deswegen ist ja auch ein Ersetzungsantrag erfolgt, der einige dieser Aspekte aufgreift, der ja auch hier zur Abstimmung steht. Und wir können doch nicht einfach jetzt die Hände in den Schoß legen und sagen, naja, tja, da kann man jetzt aber nichts machen, sondern natürlich müssen wir als Kommune genau das angehen, damit eben diesen Haushalten nicht so ein drastisches Mittel verhängt wird, da Strom eben nicht ein Gut wie jedes andere ist. Und ja, Herr Krüger, es gibt durchaus Möglichkeiten im Sozialgesetzbuch, aber die einen stehen nur jenen zur Verfügung im SGB II, die nämlich schon Hartz IV beziehen. Alle anderen sind davon, können darauf überhaupt nicht zugreifen. Es gibt aber auch Haushalte, die leben gerade über der Schwelle von Transferleistung. Die können darauf, auf diese Notlage, also auf diese Regelung einer Behebung einer Notlage, nicht zugreifen. Die sind da nicht anspruchsberechtigt. Zudem im Bereich Hartz IV sind seit Jahren, das ist auch bekannt, die vorgesehenen Beiträge für Strom zu niedrig. Seit Jahren schon, auch das ist bundesweit so, ist auch in Dresden so, ist das bekannt, dass Haushalte, die Hartz IV empfangen, aus ihrem übrigen Regelsatz Gelder abknapsen müssen, um eben den Strom zu bezahlen, weil der vorgesehene Betrag dafür nicht ausreicht. Das heißt, natürlich müssen wir etwas tun. Und der Antrag sieht es ja zum Beispiel auch vor. Es ist nämlich überhaupt nicht so, dass hier irgendwie der Eindruck erweckt werden soll, niemand müsse mehr was bezahlen, sondern es ist vorgesehen, dass eine zinslose Ratenzahlung beispielsweise möglich ist für betroffene Haushalte, damit eben die Stromsperre verhindert wird, der Mehraufwand verhindert wird, diese wieder einzurichten mit den damit verbundenen Mehrkosten und so eben eine, ja, gestaffelte Zahlung der Ausstände möglich ist. Das ist ja der zentrale Punkt, der hier vorgesehen ist. Gleichzeitig auch, das soll dieser Fonds ebenfalls tun, auch die Möglichkeit geben, energiesparende Geräte anzuschaffen. Denn auch das wissen wir alle, das haben wir schon zigmal in den verschiedensten Bereichen diskutiert, dass natürlich energiesparende Geräte teurer sind. Das heißt, Haushalte, die eh schon knapp bei Kasse sind, dafür auch gar kein Geld haben. Entsprechend soll da auch die Möglichkeit geschaffen werden, selber, wo denn die begrenzten Möglichkeiten, die man hat als Haushalt, Strom deutlich zu sparen, hier energieeffizientere Geräte anzuschaffen. Auch das nicht geschenkt, sondern über eine Ratenzahlung. Und Herr Krüger, nein, es ist falsch. Es gibt jetzt kein zinsloses Darlehen für Haushalte, die nicht im Transferbezug sind. Das heißt, all jene Haushalte, und dieses Jahr werden das massiv mehr werden, weil die Preise einfach enorm steigen im Bereich Strom, die ihre Stromrechnung einfach nicht bezahlen können. Und darauf müssen wir doch reagieren als Stadt. Und deswegen finde ich, ist es ein extrem wichtiges, ein extrem wichtiger Versuch, das Problem anzugehen. Und hier sind konkrete Vorschläge gemacht, wie das möglich wäre. Und ich möchte sehr dafür werben, dem Ersetzungsantrag zuzustimmen, dass wir eben mit dem Ziel wirklich verhindern können, dass Haushalte aufgrund von Armut nicht Stromsperren verhängt bekommen, sondern dass sie da zumindest ihren Alltag weiterhin leben können und andere Wege gefunden werden in Form von Ratenzahlung etc. Deswegen möchte ich nochmal sehr dafür werben, den Ersetzungsantrag heute hier zuzustimmen. Vielen Dank. Als nächstes die SPD-Fraktion, Herr Triefs. Ne, verzichtet. FDP-Fraktion, Herr Maloney. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, sehr geehrte Damen und Herren, wir werden weder den Anträgen noch dem Ersetzungsantrag zustimmen. Ich werde kurz begründen, warum. Die Anträge sind, Herr Krüger, ich weiß nicht, ob ich es auch Populismus nennen würde, aber die sind, ich nenne sie mal ziemlich schwammig und komisch, dass sie zum jetzigen Zeitpunkt kommen, auch so lange geschoben wurden, jetzt auf einmal auftauchen. Und im Wesentlichen beinhalten die zwei Punkte, nämlich Punkt 1, wenn also die Stadt soll das Thema Beratung, genauso wie die Sachsenenergie, das Thema Beratung in Bezug auf Energieeffizienz, Schuldenberatung etc. Ausweiten. Soweit ich weiß, gibt es das alles schon. Und ich glaube auch nicht, dass jemand von heute auf morgen Strom so abgestellt bekommt. Da gibt es vorher Mahnungen. Und ich glaube, das von links geführte Ressort Soziales bietet da entsprechende Beratungsbroschüren an. Und auch ich habe von meinem Energieversorger mehr als genug Broschüren, die ich immer wieder bekomme, wo drin steht, so können Sie Strom sparen, so können Sie dies und das machen, vereinbaren Sie bei uns ein Beratungsgespräch, kostenfrei und so weiter. Und der zweite Punkt ist,
Sie wollen ein zinsloses Darlehen. Und ein zinsloses Darlehen jemandem zu geben, der sowieso schon finanzielle Probleme hat, ist ein extrem vergiftetes Geschenk. Zinslose Darlehen funktionieren nicht bei Menschen, die sowieso kein Geld haben. Sie machen dann im Prinzip, sie schaffen dort ein Instrument oder wollen dort zumindest ein Instrument schaffen, das besagt, dass wenn man mehr Strom bezieht, als man sich leisten kann, aus welchen Gründen auch immer, ob es notwendig ist oder ob es für, sage ich mal, sonstigen Verbrauch, Fernseher, TV, Internet, whatever ist, sagen Sie, Sie können das tun. Im Zweifelsfall springt die Stadt ein mit einem zinslosen Darlehen, das man dann irgendwann zurückzahlt oder auch gar nicht. Und in Zeiten der Inflation, die ja jetzt wieder Fahrt aufnimmt, nachdem man mit billigem Geld, sage ich mal, die Inflation künstlich verzögert hat, wird das auch für die Stadt ein großes Problem werden. Von daher lehnen wir diese Anträge ab und würden höchstens das den links geführten Geschäftsbereich von Frau Kaufmann bitten, vielleicht nochmal in das Thema sozialer Beratung ein bisschen mehr Energie hineinzulegen. Vielen Dank. Soweit erstmal die Fraktionsrunde. Gibt es weitere Wortmeldungen? Herr Schmählich und Herr Kiesling. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen, mir ist schon klar, dass es sehr einfach ist und auch sehr beliebt ist, Kollege Krüger, diese sogenannte Populismus, den Populismusvorwurf mal eben so rauszuholen. Ich würde einfach herzlich darum bitten, sich etwas intensiver mit der Gesamtproblematik auseinanderzusetzen und alles, was dazu gesagt wurde, was hier in Dresden so super läuft, ist eine Annahme, die zumindest durch einen Fakt nicht gestützt ist, die doch nicht ganz unwesentliche Anzahl von realisierten Stromsperren, ich habe die Zahl für das vergangene Jahr genannt. Der Populismus vor der AfD ist alleine schon vor dem Hintergrund komplett lächerlich, da wir heute auf der Tagesordnung noch einen Antrag der AfD stehen haben, wo man sogar mit öffentlichen Mitteln, mit wahnsinnig vielen Mitteln, Heizkosten aus städtischen Mitteln finanzieren will, obwohl die Heizkosten im Rahmen der KDU sogar abgedeckt sind, ganz im Gegensatz zu den Stromkosten. Die explodierenden Strompreise werden gegenwärtig in den Hartz-IV-Sätzen nicht abgebildet. Die tatsächliche Stromrechnung ist mindestens 40% bei den durchschnittlichen Haushalten höher, als es in diesen Sätzen abgebildet wird. Von daher gibt es tatsächlich gegenwärtig einen Handlungsbedarf, allerdings einen Handlungsbedarf, den wir nicht kommunalpolitisch lösen können. Das ist völlig klar und deshalb ist auch da der Bundesgesetzgeber gefragt, hier deutlich nachzubessern. Allerdings, und das möchte ich dann doch mal erwähnen, es wird so getan, als ob dort zum Beispiel in dem Ursprungsantrag festgelegte Lösungsmethoden und Lösungsmöglichkeiten, wie das der Prepaid-Zähler, so etwas völlig Utopisches wäre. Ich darf nur eine Sache sagen, es mag unterschiedliche Erfahrungen mit diesem Mittel geben, aber eine Stadt wie Riesa hat bereits vor 11 Jahren, glaube ich, dies eingeführt. Ich habe in Kassel recherchiert. Dort zum Beispiel hat der dortige Energieversorger eine interessante Aussage gemacht, dass von denjenigen, die auf eigenen Wunsch, so viel zum Thema dann auch der Stigmatisierung, auf eigenen Wunsch einen solchen Prepaid-Zähler bekommen haben, weil sie eben nicht dauerhaft in einer sozialen Krise waren, sondern eben kurzfristig dieses Problem hatten, nach im Schnitt 14 Monaten der Strombezug sich wieder normalisiert hat. Das heißt also, hier geht es darum, in sehr konkreten Lebensnotlagen nicht den Knüppel der Stromsperre herauszuholen, um nicht mehr und nicht weniger. Und ich sage es nochmal, dass die Rechnungen für den Energieversorger müssen weiterhin bezahlt werden. Völlig klar. Und derjenige, der eine solche Stromschuld hat, behält die auch. Aber wir müssen, und das ist das Ziel, und das ist nicht Populismus,
sondern das ist eine Frage verantwortlicher Sozialpolitik. Wir müssen von dem Mittel, jemanden abzuschneiden von den sozialen, von der sozialen Teilhabe, von dem müssen Stromversorger im Übrigen, nur die Grundversorger haben überhaupt das Recht, Strom abzustellen. Diejenigen, die sozusagen nicht zu den Grundversorgern gehören, dürfen dies gar nicht. Und zum Populismus und zu der guten Gesellschaft, in der wir uns befinden, auch noch mal ein Satz oder wenige Sätze. Die Caritas, alle deutschen Verbraucherverbände, setzen sich auf Bundesebene massiv dafür ein, dass das Mittel der Stromsperre rechtlich verboten wird. Und wenn es die Kirchen tun und wenn es die Sozialverbände tun, dann glaube ich nicht, dass der Vorwurf des Populismus gerechtfertigt ist. Also an der Stelle ist es zumutbar für den Energieversorger, auch diejenigen weiter mit Strom zu versorgen, die eben kurzfristig wegen einer persönlichen Notlage hier nicht in der Lage sind, ihren Verpflichtungen nachzukommen. Ich sage bewusst kurzfristig. Deshalb, obwohl ich wenig Hoffnung in die Einsichtsfähigkeit der Mehrheit oder eines Teils des Stadtrats habe, bitte ich Sie herzlich darum, an dieser Stelle nicht dafür Sorge zu tragen, dass Dresdnerinnen und Dresdner, die in einer solchen Situation sind, auf diese Art und Weise diskreditiert werden. Bitte helfen Sie mit, dass Stromsperren kein normales Mittel der Energieversorger sind, mit ihren Kunden umzugehen. Vielen Dank. Als nächstes Herr Kiesling, dann Herr Hannig. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, meine sehr geehrten Damen und Herren, ich sitze ja da in der letzten Reihe und bereite mich innerlich auf die Beiträge vor, die für mich eingeplant sind. Und an manchen Stellen wache ich dann ein bisschen aus meinem Sitzungsschlaf auf und höre zu. Und dann wundere ich mich über Dinge, die hier gesagt werden, weil aus den Dingen, die gesagt werden, kann man Grundhaltung ableiten. Bei manchen Menschen hätte ich diese Grundhaltung nicht vermutet. Alle paar Monate können wir in Zeitungen Berichte über Armut lesen. Da wird mal eine Familie dargestellt oder eine alleinerziehende Mutter vielleicht. Und dann wird geschildert, wie diese Menschen in Armut leben. Und dann erkennen wir, es ist extrem schwer, gleichzeitig arm zu sein und seine Würde zu bewahren. Das kann man dort lesen. Und noch seltener gibt es Berichte von solchen Familien, denen der Strom abgeschaltet worden ist. Und dann können Sie lesen, dass es unmöglich ist, wenn Ihnen der Strom abgeschaltet wird, Ihre Würde zu bewahren. Es geht nicht. Sie müssen nämlich für die kleinsten Kleinigkeiten, Frau Barkow hat es angedeutet, Umgehungsmaßnahmen treffen, die immer unterhalb dessen sind, was man als würdevoll beschreiben kann. Und nun soll doch aber die Würde des Menschen, bitte schön, nicht angetastet werden. Und was erwarte ich also von Kolleginnen und Kollegen hier im Stadtrat? Ich erwarte, dass sie Beiträge dazu leisten, produktive, engagierte, dass dort, wo in dieser Stadt es an die Würde des Menschen geht, sie sagen, das wollen wir verhindern. Und was höre ich? Ich höre, wir wissen zwar, dass über 1000 Menschen in dieser Stadt der Strom abgeschaltet wird, aber eigentlich ist es uns egal, denn wir wollen nichts dagegen tun, nichts. Die einen sagen, die sind selber schuld, die anderen sagen, ist bald wieder vorbei, die dritten sagen, huch, da kann man keine Daten erheben, etc. Die Gründe sind mannigfaltig, warum man denen, denen es dreckig geht, nicht hilft. Übrigens, von denselben Leuten, von denen vorhin der Parkplatz vor der Haustür noch ein Mittel der Lebensqualität war, wenn es nämlich um die geht, die noch was haben, da setzen sich alle gern ein. So, und das will ich auch noch mal sagen, es ist erschreckend und ich hätte nicht erwartet, dass diese Missachtung der Einfachsten, der Ärmsten, der Benachteiligten so weit im bürgerlichen Lager vorzufinden ist. Von der AfD hätte ich nichts anderes erwartet. Die AfD ist ja in der Tradition des Nationalsozialismus und hat den Sozialismus gestrichen. Das ist ja ganz ärgerlich. Aber lassen wir das stehen. Ich will zum Schluss nur noch ein was sagen, bitte zum Nachdenken. Weniger als ein Viertel der Gehälter aller Vorstandsmitglieder unserer städtischen Unternehmen würde ausreichen, um das Problem Stromschwärmen aus der Welt zu schaffen. Vielen Dank. So, nächste Wortmeldung, Herr Hannig und dann Herr Gilke. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, sehr geehrte Damen und Herren, Frau Barkow hat völlig recht,
sogar auch Sie, Herr Kiesling. Sie zäumen das Pferd nur verkehrt auf. Ihre Kommunismusfantasien müssen Sie mit der Einführung des Kommunismus umsetzen und nicht in einer sozialen Marktwirtschaft. Und das ist das, was mich hier dran erstaunt, was mir aber trotz alledem Respekt abnötigt, abgesehen von dem, was Herr Kiesling gerade gesagt hat. Herr Kiesling, Sie sind Populist, das haben Sie gerade rausgehauen. Aber Frau Barkow, Sie haben nicht Unrecht. Natürlich trifft es die Armen ganz schön hart mit solchen Stromsperren, das ist völlig richtig. Nur was Sie wollen, ist das Außerkraftsetzen des Leistungsprinzips und Sie wollen es ersetzen durch ein kommunistisches System. Das ist ehrlich, dafür steht die Linke. Das ist auch in Ordnung. Machen Sie es doch so. Was Sie aber hier anbieten und anbieten wollen, ist, Sie ersetzen praktisch eine Fürsorge für die, die es wirklich schwer haben, durch die Solidargemeinschaft aller anderen Dresdner, sprich durch unsere Steuereinnahmen. Weil wir, Herr Schmelich, Sie müssten es ja wissen, als Aufsichtsratsmitglied der Sachsen Energie, es ist ja unsere eigene Firma, die die Kohle für unsere Stadt ranschafft, damit wir hier unsere Aufwandsentschädigung bekommen. Diese Firma soll jetzt dafür bezahlen, dass andere einen Strom gratis kriegen. Das heißt, wir bezahlen uns, wir beißen uns immer nur in den eigenen Schwanz. Sie, Herr Schmelich, sind Unternehmer gewesen. Für Sie ist es Klientelpolitik. Sie sind selber schon ein paar Mal pleite gegangen. Wahrscheinlich haben Sie den Strom schon nicht bezahlen können. Das verstehe ich. Andere in diesem Stadtrat sind von ihren wohlhabenden Familien in den Osten weggejagt worden, damit sie dort Anwaltskanzleien aufmachen, damit sie keine Schande über die Familie mehr bringen. Die haben ja auch nie Erfolg gehabt und haben es vielleicht verstanden, dass man unter Umständen auch mal die Stromrechnung nicht bezahlt. Und Herr Aschenbach und seine Freunde wissen wahrscheinlich ganz gut, wo man Strom herkriegt, wenn man die Rechnung nicht bezahlt. Sie sind aber nicht die Mehrheit der Dresdner. Sie sind eine Minderheit. Und vor Ihnen und Ihrem Ersetzungsantrag habe ich daher nicht mehr Respekt. Was die Linken machen, ist okay. Soll Herr Scheubach die Plakate raushängen und sagen, ich will das so. Das verstehe ich. Das kann er machen. Unehrlich, und da hat der Krüger völlig recht, und schändlich ist der Antrag insofern, als er Quatsch ist. Es gibt bereits ein zinsloses Darlehen für Strom. Und zwar nach Paragraph, ich habe die verkehrte Brille auf, 42a SGB II. Ja, im Übrigen, ihr Gelächter, das ist schändlich. Ja, jemand, der sich eine Brille zu brauchen hat, so blöd auszulachen. Sie sind ein schlechter Mensch. Das zeichnet Sie aus. Aber Sie sind erstklassige Redner. Ja, das kann ich Ihnen bescheinigen. Ja, also, es gibt mehrere Entscheidungen dazu. Das Jobcenter übernimmt durch zinslose Darlehen die Stromschulden. Und deswegen, jetzt Populismuskeule mal ganz kurz aus. Ja, das Problem ist doch nicht ein Problem, das wir hier in Dresden lösen. Unser Sozialstaat, unsere soziale Marktwirtschaft hat sich im Grundgesetz entschieden, ein System einzuführen, in dem keiner hängen gelassen wird. Und dieses System gibt es, das heißt aktuell Hartz IV. Man kann darüber diskutieren, ob das gut oder schlecht ist. Ihre Leute sitzen in Berlin in der Regierung, machen Sie es anders, kein Problem. Sie haben die Mehrheit im Bundestag, ziehen Sie es durch, ändern Sie die Hartz IV-Regeln. Jetzt ist es aber so, wer aus dem sozialen System rausfällt, wer sich nicht mehr leisten kann, ein marktwirtschaftlich orientiertes Leben zu führen, der fällt in den Hartz IV-Bereich. Der bekommt die Hilfe der Sozialgemeinschaft, der Solidargemeinschaft, unter anderem durch zinslose Darlehen des Jobcenters. Sie können es übrigens nachlesen, ja, auch wenn meine Brille hier den 42 SGB II nicht hergibt. Es gibt dazu auch Urteile. Das heißt, diese zinslosen Darlehen gibt's. Herr Krüger hat recht, es ist Populismus. Es ist eine große Nummer, um hier im OB-Wahlkampf nochmal irgendwas zu zeigen. Es ist aber juristisch unsinnig. Es ist auch unethisch und es ist Klientelpolitik. Für die Leute, die sich dem sozialen Netzwerk oder dem Solidargedanken in dieser Stadt entziehen wollen. Alle anderen versuchen zu arbeiten, versuchen zu kämpfen, versuchen ihre Stromkosten zu bezahlen. Und seien Sie versichert, das Verzichten auf Stromsperren wird im Wesentlichen nicht dazu führen, dass die ehrlichen Leute, das Ohmchen Müller oder sowas dann sagt, ach Gott sei Dank, jetzt brauche ich das nicht bezahlen, das mache ich jetzt in Raten. Ohmchen Müller zahlt ihren Strom schon, die verzichtet lieber auf Essen oder geht Flaschen sammeln. Es wird dazu führen, dass Sozialschmarotzer, und ich will keinen angucken, davon gibt es auch in diesem Saal einige, entschuldigen Sie, dass ich mal so deutlich sage, ja, dass Sozialschmarotzer am Ende dieses Instrument dafür benutzen, sich ihren Zahlungspflichten zu entziehen. Und dass sie dieses Gesetz, und das sieht unser Land und unser Sozialsystem im Moment so wenig vor wie unser Rechtssystem. Und deswegen ist dieser Antrag Müll und er ist schlecht und er ist abzulehnen. Als nächster Redner Herr Gilke, dann Frau Siebmeicher. Herr Oberbürgermeister, verehrte Stadträte, eine große Kritik. Erst an Sie, Herr Oberbürgermeister. Wenn eine Fraktion hier nationalsozialistisch genannt wird, dann hätten Sie eigentlich eingreifen müssen, hätten sagen müssen, das geht so nicht, wir sind alles Demokraten. Scheinbar scheinen Sie das nicht zu wissen. Und Herr Kiesling, Sie scheinen scheinbar nicht zu wissen, wer die Nationalsozialisten waren. Schauen Sie sich mal in die Geschichtsbücher an, beschäftigen Sie sich damit, da werden Sie feststellen, Sie können keinen Menschen,
der in der aktuellen Situation ist, den so benennen. Und noch etwas, Herr Kiesling, ganz ernsthaft, meine lieben Freunde von der Linken. Es gibt heute noch einen Tagesordnungspunkt, da werde ich Ihnen beweisen und zeigen, was für Heuchler Sie sind. Ich freue mich drauf. Danke. So, als nächste Wortmeldung Frau Siebeneicher und Herr Lichti. Und vielleicht tun Sie einen Gefallen, Sie haben sich jetzt gegenseitig genügend Wunden zugefügt, das eben wieder auf die sachliche Debatte des Antrages zurückzuführen. Frau Siebeneicher. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, ja, ich hätte gedacht, dass wir hier in der Debatte es hinbekommen, mehr über Politik zu reden, statt einfach nur sich große Worte um die Ohren zu hauen und große Anklagen zu formulieren. Ich muss ehrlich sagen, ich bin enttäuscht über die Debattenkultur heute hier zu diesem Tagesordnungspunkt und zu diesem so wichtigen Thema der Armut. Ganz ehrlich, ich möchte für die, die es noch nicht verstanden haben, noch einmal sagen, worum es uns geht mit dem Antrag. Wir wollen ganz konkret erreichen, dass bevor der Strom abgestellt wird, noch einmal geprüft werden muss vom Stromanbieter, ob bestimmte Härten vorliegen, die es nahezu fahrlässig und gefährlich machen, den Strom abzustellen. Und wir haben das im Ersetzungsantrag formuliert. Zum Beispiel, wenn jemand in dieser Wohnung lebt, der auf eine künstliche Beatmung angewiesen ist. Wenn jemand in dieser Wohnung lebt, der an andere Geräte angeschlossen ist, die es überlebensnotwendig machen, dass Strom weiter da zur Versorgung, zur Verfügung steht. Das ist der erste Punkt. Als zweites wollen wir, dass, wenn das geprüft wird, auch das persönliche Gespräch durch den Stromanbieter noch einmal gesucht wird, und zwar verpflichtend, nicht nur über Briefe, sondern wirklich über ein an der Tür klingeln, und dass dann angeboten wird, dass über das Sozialamt konkrete Hilfe möglich wäre. Der dritte Schritt wäre dann, dass sich die betreffende Person natürlich selber entscheidet, ob sie diese Hilfe annehmen möchte und dann den Kontakt aufnimmt mit dem Sozialamt, und genau dort würde dann erst wieder geprüft werden, ob die Person so einkommensschwach ist, dass sie aus dieser Situation akut nicht herauskommt und deswegen eben zum Beispiel von einem solchen Fonds vorübergehend Gebrauch machen könnte. Und ich weiß ehrlich nicht, was an diesem Ziel, Herr Krüger, schäbig sein soll, wie Sie es vorhin formuliert haben. Und ich nehme sehr wohl wahr, dass wir im Ausschuss intensiv nach Lösungen zu den noch offenen Fragen gesucht haben. Und ja, die Stellungnahme, die erste Stellungnahme der Beigeordneten Frau Kaufmann, die war durchaus kritisch. Und das haben wir zum Anlass genommen, in zwei Runden zu diskutieren, wie wir den Antrag verbessern können. Und deswegen gibt es jetzt einen Ersetzungsantrag. Und deshalb haben wir uns zum Beispiel auch die TREWAG eingeladen. Und Sie unterschlagen bei Ihrem Redebeitrag, dass die TREWAG durchaus uns auch ein paar Wege aufgezeigt hat, dass man zum Beispiel dieses Angebot, ein persönliches Gespräch zu suchen, über eine AGB-Änderung durchaus machen könnte. Dann entscheidet sich der Stromkunde über die AGBs, dass er in einem solchen Falle eben auch ein Klingeln an der Haustür zulassen könnte. Ich möchte jetzt abschließend noch mal darauf hinweisen, dass ich vor dieser Debatte heute noch mal auf FDP und CDU zugegangen bin, namentlich Herrn Krüger und auch Herrn Blödner, und gefragt habe, ob es ein ernsthaftes Interesse gibt, noch mal über Kritikpunkte ihrerseits ins Gespräch zu kommen und noch mal über mögliche Änderungen zu reden. Dieses wurde postwendend abgelehnt. Das ist natürlich ein gutes Recht, aber dann seien Sie bitte hier auch so ehrlich und sagen, dass Sie schlicht kein politisches Interesse daran haben, in dieser Frage etwas zu verändern. Das wäre ehrlich. Nicht, dass Sie uns hier vorwerfen, dieser Antrag funktioniert vorne und hinten nicht und deshalb können wir gar nicht zustimmen. Und ein letzter Punkt, der doch auf dieser rechten Seite hier sehr, sehr dominant war in der Argumentation und den ich wirklich, weil wir alle nicht wissen, wie unser Leben verläuft und in was für Situationen wir auch in unserem Leben kommen können, den ich wirklich, wirklich bestürzend finde. Wir alle können mal in eine Phase von Armut hineinrutschen, unverschuldet. Wenn wir selber in der Politik die Bettellogik
so übernehmen, dass wir allen Menschen, die auf Hilfe angewiesen sind, sagen, dann stellt euch hinten an, dann müsst ihr selber gucken, wie ihr klarkommt, dann reichen wir euch nicht aktiv die Hand und zeigen euch auf, wie ihr wieder in selbstbestimmte Situation zurückfindet, dann denke ich, haben wir unseren politischen Auftrag hier nicht erfüllt, unseren sozialpolitischen Auftrag erst recht nicht. Ich kann auch noch mal darum bitten, dass wir heute hier eine Mehrheit herbeiführen, nicht im Sinne der linken Seite des Rates und unserer Selbstwillen, sondern im Sinne der Menschen, über die wir hier reden und die in so einer Situation sind. Danke. So, jetzt gab es zum nächsten Geschäftsordnungsantrag. Herr Krüger. Ich beantrage die Ende der Debatte. Das können Sie leider nicht, weil Sie selber in der Debatte teilgenommen haben. Laut Geschäftsordnung, Herr Kaden. Dann würde ich diesen kleinen Formfehler gern heilen, indem ich jetzt Ende der Debatte beantrage. Also Geschäftsordnung, Ende der Debatte ist beantragt. Gibt es dazu Gegenrede? Herr Lichti, bitte. Herr Oberbürgermeister, ich möchte eine Gegenrede halten. Auch gebe ich zu, weil ich jetzt noch auf der Redeliste stehe. Aber in dieser Debatte sind doch dermaßen grundlegende Fragen bezüglich des Gesellschaftsverständnisses mancher Teilnehmer dieses Stadtrats aufgeworfen worden, dass ich glaube, dass es im Stadtrat schlecht anstünde, wenn man jetzt hier abbricht. So, Antrag ist gestellt, Gegenrede ist erfolgt. Wer für Ende der Debatte ist, den bitte ich jetzt um das Stimmzeichen. Gegenstimmen? Und Stimmenthaltung? Enthaltung? 32 Ja-Stimmen, 35 Nein-Stimmen, keine Enthaltung. Damit wäre das abgelehnt. Und wir setzen fort. Und Herr Lichti ist der Redner. Kommt dann. Hat die jetzt schon aufgerufen gehabt, insoweit, Frau Schanetzki, sind Sie danach dran, Herr Lichti, Sie sind dran. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, sehr geehrter Herr Krüger, sehr geehrter Herr Genschmar, ich fange mal langsam an. Ich habe vor einiger Zeit mal das Schloss in Dessau besichtigt, das kennt vielleicht der eine oder andere. Da war eine sehr interessante Ausstellung über die Wohnungseinrichtung so um 1890. Und da war da oben an der Wand so ein kleiner schwarzer Apparat, da hat man sich gewundert, was ist denn das? Dann hat man dann gelesen, aha, das ist also ein Gasstromzähler. Das war damals üblich, das war in jedem Haushalt. Und wenn man dann Gas beziehen wollte, hat man oben einen Groschen eingeworfen, dann hatte man dann für 5 oder 6 Stunden Gaszugang. Was ich damit sagen will, der Vorkassezähler, so hat der Strombezug und der Energiebezug in Deutschland angefangen, ich glaube in der ganzen Welt, das war also was Übliches. Später hat man dann gesagt, das ist altes Zeug, das brauchen wir alles nicht, wir machen das ist alles modern und es kommt alles und irgendwie. Was ich damit sagen will, dieses Problem des Abklemmens, mit den ganzen schrecklichen sozialen Folgen, die jetzt hier viele Vorredner zu Recht dargestellt haben, ist auch ein Problem, heute würde man sagen, der Digitalisierung oder der Mechanisierung. Deswegen, ich will das einfach nur mal sagen, wenn jetzt hier so getan wird, diese Vorschläge, die hier genannt worden sind, wie Vorkasse oder Ratenvereinbarung oder Beratungsgespräch oder dieses oder jenes, sei also etwas, wie Herr Hanig es für richtig befunden hat, für Sozialschmarotzer, um denen, sage ich mal, es hinten noch in den Arsch zu blasen, das hat er ja gemeint, dann ist er nicht nur historisch völlig unbeleckt, was ja auch sonst über seine politische Grundeinstellung klar ist und wieder zutage tritt, sondern dann zeigt er auch ein Gesellschaftsbild, eine Vorstellung, die ich in hohem Maße als asozial bezeichnen muss, die ich als ich möchte nicht in einem Land, in einer Gesellschaft leben, und zum Glück tun wir das nicht, die nach den Kriterien,
die jetzt von Herrn Hanig oder anderen auf der rechten Seite für richtig befunden wird. Ich frage mich tatsächlich, was steckt denn eigentlich da dahinter? Und ich bin Herrn Kiesling ausdrücklich dankbar, dass er auf den Aspekt der Menschenwürde hingewiesen hat. Aber was steckt denn da dahinter, wenn ein Herr Hanig, den wir ja in seinen Ansichten kennen, wenn ein Herr Hanig von Sozialschmarotzern spricht? Ich frage mich, woher kommt das? Das ist sozusagen so ein Bild, wir sind die Guten, wir sind die Mitte der Gesellschaft, wir sind die Leistungsträger, wir arbeiten, der Staat tut uns ungerechtfertigt die Kohle aus der Tasche ziehen und dann gibt es da so ein paar Assis, die im Grunde von unserem Geld leben. Die gehören eigentlich gar nicht zu unserer Gesellschaft, die wollen wir nicht haben. Ihre politischen Vorfahren haben die dann ausgerottet, sage ich ganz bewusst. Natürlich sind sie die Nachfolger der Nationalsozialisten. Hier, ihr, die Kolleginnen und Kollegen von der AfD, die Nicht-Kolleginnen und Kollegen. Natürlich sind sie die politischen Nachfolger der NSDAP. Ja, selbstverständlich. Ja, was denn sonst? Das haben sie hier heute auch wieder gezeigt. Und sie haben es gerade in diesem exterministischen Weltbild gegenüber Menschen, die in Not geraten sind, gezeigt. Und ich bin froh, dass sie in unserer Gesellschaft nicht die Mehrheit haben und wir werden dafür kämpfen, dass sie nie bekommen werden. Es ist ungeheuerlich, was Sie sich hier verleisten. Schämen Sie sich. Ich will noch mal versuchen, einen Punkt zu machen, den der Herr Kiesling zu Recht angesprochen hat, weil da hat Herr Hanig auch wieder nichts verstanden. Das bundesdeutsche Sozialsystem beruht auf zwei Säulen. Einmal auf des beitragsfinanzierten Sozialversicherungen. Da zahlen wir die Beiträge. Das ist auch eigentumsrechtlich verfestigt, wie das Bundesverfassungsgericht sagt. Das heißt, da haben wir Anspruch drauf, dass das wieder ausgezahlt wird. Das ist sozusagen diese große Gerechtigkeitsgeschichte, dass nur der das rauskriegen soll, was er auch eingezahlt hat. Der Gedanke ist richtig. Und daneben gibt es aber auch den Artikel 1 Absatz 1. Die Würde des Menschen ist unantastbar. Und das zieht nach Grundgesetz, nach Sozialstaatsprinzip, völlig einhellig anerkannt, eine Grundlinie ein, die jedem Menschen unabhängig von seiner Leistung, Unabhängigkeit von seiner Leistungsfähigkeit zukommt. Und genau diesen Menschenwürdeaspekt, den verneinen Sie. Und das ist schäbig. Sie stehen nicht auf dem Boden des Grundgesetzes. Es ist eine Schande, was Sie hier verbraten. Und unter diesem Aspekt der Menschenwürde muss es für verantwortliche Politiker ein absolutes Muss sein, Menschen zu verhindern, dass Menschen in diese absolute Not der Energiesperre geraten. Das muss ein Imperativ einer sozialen und demokratischen Politik sein. Und Herr Krüger, Sie gucken jetzt so auf Ihr Handy, viel Vergnügen. Ich kann ja nachvollziehen, dass für Konservative das ein Riesenproblem ist, zu sagen, naja, aber wir müssen doch alle bezahlen, ist ja auch richtig. Kommen Sie bitte zum Schluss. Aber genau das ist ja auch in den Vorschlägen mit beinhaltet. Und wenn Sie da ein Problem haben, und Herr Schmelich hat es zu Recht gesagt, es wird niemand etwas geschenkt, es wird alles abgerechnet und hinterhergerechnet, dann machen Sie doch einen Gegenvorschlag. Aber sich hier hinzustellen und zu sagen, 1200 Stromsperren, und da stehen ja mehr Menschen dahinter als nur 1200, die interessieren uns nicht. Das geht nicht, das ist schäbig. Schämen Sie sich. So, jetzt gab es einen Geschäftsordnungsantrag, Frau Schanetzki. Mein Eindruck ist, die Argumente sind ausgetauscht. Ich beantrage Ende der Rednerinnenliste, wenn das jetzt nicht sowieso der letzte war. Im Moment war es der letzte auf der Rednerliste, aber es gab auch noch einen Geschäftsordnungsantrag von Herrn Laczynski. Ja, angesichts dieser Äußerungen, die jetzt hier gefallen sind, dieser zutiefst diffamierenden Äußerungen, möchte ich mein Missfallen gegenüber der Versammlungsleitung zum Ausdruck bringen. Ich erwarte, dass hier dann doch an spätestens, wenn derartige Äußerungen auftreten, es auch eingegriffen wird. Und das möchte ich hier ausdrücklich rügen. Vielen Dank. So, die Rednerliste ist ohnehin abgeschlossen gewesen. Jetzt gibt es weitere Wortmeldungen. Dann müssten wir darüber abstimmen. Über den Geschäftsordnungsantrag gibt es dazu nochmal Gegenrede.
Herr Oberbürgermeister, ich wollte das jetzt nur noch mal bestätigen. Hier drüben hat sich Herr Wirz die ganze Zeit gemeldet. Frau Barkow hat sich auch kurz gemeldet. Das haben Sie eventuell nur noch nicht gesehen. Ich würde sagen, die Rednerinnenliste ist noch nicht beendet. Ja, das war ja gerade der Antrag gewesen. Und da habe ich gefragt, weil es eben jetzt weitere Redner gab, ob es zum Geschäftsordnungsantrag auf Abschluss der Rednerliste eine Gegenrede gibt. Sie sind noch nicht auf der Rednerliste gewesen, weil ich sie noch nicht aufgerufen habe und auch noch nicht registriert hatte. Insoweit gibt es die Rednerliste nicht. Ja, das ist nun mal so. Sie sind nachträglich entsprechend dann benannt worden. Und damit ist dann, wenn jetzt der Geschäftsordnungsantrag von Frau Janetzki eine Mehrheit hat, wäre Schluss, und da kann es noch ein Schlusswort geben und danach kommen wir zur Abstimmung. Oder er bekommt keine Mehrheit, dann gehen wir wieder in die Debatte und dann nehme ich weitere Redner auf. Bitte schön. Dann muss ich den Antrag ja zurückziehen, wenn die beiden sich gemeldet haben, damit die wieder auf die Rednerliste kommen, dann kann ich ihn nochmal stellen. Dann machen wir das so, das ist ja alles kein Problem. Dann ist als nächster Redner Herr Wirz an der Reihe. Bitte schön. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, liebe Stadträte, liebe Stadträte, die Rede, die Herr Hannisch hier gehalten hat, war diesem Stadtrat unwürdig in jeder Form. Sie war inhaltslos und sie war unflätig und der Kopf muss sich entscheiden, Hirn oder Resonanzkörper, beides auf einmal geht nicht. Ihnen ist die Situation von Menschen ohne Strom und auch der Umgebung ohne Strom überhaupt nicht bewusst. Sie haben überhaupt kein Einfühlungsvermögen, auch für die Konsequenzen nicht. Da reden Sie hier von Kommunismus und sonst was. Das müssen Sie als Ex-IM ja besonders gut wissen. Den Kommunismus müssen Sie ja verinnerlicht haben. Ja, Sie haben ja im Prinzip Ihre Fahne immer in den Wind gedreht. Aber wir wollen mal zu den Stromsperren zurückkommen. Vielleicht sind Sie ja so in Ihrem Lebenswandel auch mal irgendwann betroffen. Dann sind Sie froh, wenn es das gibt. Weil solche Leute, die so umgehen wie Sie, die habe ich oft erlebt in meinem Leben nach 90. Und die sind alle irgendwann mal auf die schiefe Bahn geraten und haben dann selber im Prinzip in der Situation gestanden, Sozialleistungen beantragen zu müssen. Passen Sie auf. Wenn in einem Haushalt eine Stromsperre eintritt, und das sind eigentlich die Fälle gewesen, die insbesondere nach der Einführung der Hartz-IV-Gesetzgebung aufgetreten sind, dann ist ja das Leben für diese Menschen, die müssen ja irgendwie weitermachen. Und ohne Strom, wir haben das schon festgestellt, es gibt kein Licht, es gibt keine elektrischen Geräte, es gibt keine Waschmaschine, es gibt keinen Computer, keine Kommunikation mehr. Im Prinzip ist man dann aus dieser Gesellschaft draußen. Wir sind vor ein paar Jahren mal in Athen gewesen, bei der Kommune, bei der Stadtverwaltung. Dort ist es im Prinzip so, wenn der Stromanbieter den Strom kappt, dann geht die Stadtverwaltung hin und klemmt den Strom wieder an, weil sie sagen, heutzutage kommt man ohne Strom nicht aus. Das liegt auf der Hand. Also ist hier in Deutschland anders scheinbar. Hier geht es mit den Stromsperren. Aber es gab dann eine ganze Reihe von sehr tragischen Fällen und das dürfte dann auch die Kapitalisten unter Ihnen angehen, wenn Sie nämlich ein Haus besitzen und dort wohnt jemand drin, das ist in gesellschaftlichen Schichtungen sehr unterschiedlich, der von der Stromsperre betroffen ist. Der fängt nämlich dann an, teilweise mit Kerzen zu beleuchten, der fängt an, nicht zertifizierte Heizungs- und Kochgeräte zu benutzen und dort hat es eine ganze Menge Unfälle gegeben. Familien, die gestorben sind durch Kohlenmonoxidvergiftung, Häuser, die angebrannt sind, die abgebrannt sind, Schwelbrände, wo im Prinzip auch Kinder zu Schaden gekommen sind. Und das sind diese Fälle, die zu vermeiden sind. Das heißt, es ist eigentlich heutzutage unmöglich technisch, eine Wohnung ohne Strom zu stellen, weil dann Gefährdungen eintreten, die Sie auch nicht im Griff haben. Und da es in niemandes Sinne ist, wegen einer, wenn wir sagen, ein paar hundert Euro Stromrechnung im Prinzip eine Wohnung abbrennen zu lassen oder Menschen sterben zu lassen, das ist vollkommen unausgewogen, es ist vollkommen undenkbar. Deswegen ist es wichtig, dass wir hier Lösungen finden, um Stromsperren zu vermeiden. Ja, Lichti, noch ein Wort zu den Prepaid-Stromzählern. Der Prepaid-Stromzähler ist gerade nicht die Vermeidung einer Stromsperre, sondern er ist im Prinzip die automatisierte Stromsperre. Erstens ist es so, dass Prepaid-Zähler stigmatisieren. Zweitens haben wir im Ausschuss rausgearbeitet, die
Prepaid-Zähler bieten immer einen schlechteren Tarif an. Das heißt, die Leute bezahlen von vornherein mehr von dem Strom. Und dann müssen sie eben das Geld haben und sozusagen, ja, das ist dann stressfrei für den Stromanbieter. Wenn eben das Geld nicht eingeworfen wird, geht der Kühlschrank auch aus. Das Licht geht aus, der Kühlschrank geht aus, Herdplatte geht nicht mehr. Das ist dann sozusagen klar, die Leute sind selber schuld und dann verwaltet sich sozusagen dieser Stromausfall selber. Und das ist aber mit links nicht zu machen. Das ist auch der Grund, warum wir diese Prepaid-Zähler ablehnen. Insofern hätte ich hier auf der rechten Seite die Bitte, mal in sich zu gehen. Und es ist gerade überhaupt nicht populistisch, sich für die Ärmsten und Ausgestoßenen in dieser Gesellschaft einzusetzen, sondern es scheint eher populistisch zu sein, ihnen auf den Händen herumzutreten, so wie sie sich heute aufgeführt haben. Insofern appelliere ich auch mal an die christlichen Werte, die ich bei Ihnen mal vermutet habe, der Barmherzigkeit und auch dem Wort, was ihr den Ärmsten euren Brüdern gegeben habt, das habt ihr mir gegeben. Insofern wäre es besser, wenn Sie sich auch auf die christliche Soziallehre besinnen und hier einen Gang runterschalten. Ich danke Ihnen. So, jetzt waren weitere Wortmeldungen, Frau Barkow und Herr Lommel und Geschäftsordnung Frau Schanetzki. Und ich beantrage diesmal wieder Ende der Rednerinnenliste. Gibt es dazu eine Gegenrede? Das kann ich nicht sehen. Wer für Ende der Rednerliste ist, den bitte ich jetzt um das Stimmzeichen. Das ist, glaube ich, die große Mehrheit. Gegenstimmen? Ja, ersteres war die deutliche Mehrheit. Damit ist die Rednerliste geschlossen, Frau Barkow, und verzichtet, Herr Lommel, verzichtet auch. Dann wird das Schlusswort gewünscht von den Einreichern, kann ich im Moment auch nie erkennen, dann können wir in Richtung Abstimmung schreiten. Da ist zunächst der Ersetzungsantrag. Wer dem Ersetzungsantrag interfraktionell die Zustimmung geben möchte, den bitte ich jetzt um das Stimmzeichen. Gegenstimmen? Und Stimmenthaltung? Ja, 34 Ja-Stimmen, 35 Nein-Stimmen, keine Enthaltung. Damit ist der Ersetzungsantrag abgelehnt. Wiederholung der Zählung namentlich und ich darf bitte die Stadträtinnen und Stadträte aufzurufen für die Abstimmung. Frau Arnert? Nein. Frau Apel? Ja. Herr Aschenbach? Ja. Frau Barkow? Ja. Frau Bischofberger? Ja. Herr Blödner? Ja. Herr Böhm? Nein. Herr Braun? Nein. Herr Dr. Brauns? Nein. Herr Breuer? Nein. Frau Kaspari? Ja. Herr Kolditz? Ja. Frau Dagen? Nein. Herr Dr. Deppe? Ja. Herr Dietze? Nein. Herr Drews? Herr Engel? Ja. Frau Filius-Jene? Ja. Herr Fischer? Nein. Herr Flemming? Nein. Frau Frohwieser? Ja. Frau Dr. Geitsch? Ja. Herr Genschmer? Nein. Herr Gilke? Nein. Herr Göhler? Nein. Frau Kraul? Nein. Herr Hannig? Nein. Herr Hans? Ja. Frau Hanser? Ja. Herr Hase? Nein. Herr Hecht? Ja. Frau Holowenko? Ja. Herr Kaden? Herr Kiesling? Ja. Frau Krause? Frau Krause? Ja. Nils Gröber? Ja. Frau Krause, ja? Ja. Nils Gröber? Ja. Herr Krüger? Nein. Herr Lazinski? Nein. Leo Lenz? Ja. Herr Lichti? Ja. Herr Lommel? Nein. Herr Löser? Ja. Herr Maloney? Frau Marschner? Nein. Herr Mattes? Ja. Frau Mühlbach? Ja. Frau Mühle? Ja. Herr Müller? Nein. Frau Nikolov? Nein. Herr Nitsche? Nein. Herr Pinkert? Nein.
Herr Rentsch? Frau Scharnetzky? Ja. Frau Schewe? Ja. Herr Schmählich? Ja. Herr Schmidt? Nein. Herr Scheubach? Ja. Frau Dr. Schöps? Nein. Herr Dr. Schulte-Wissermann? Ja. Herr Schulze? Ja. Frau Siebeneicher? Ja. Frau Sturm? Ja. Herr Vetterlein? Nein. Frau Dr. Vogel? Ja. Frau Wagner? Nein. Frau Walter? Nein. Frau Wendt? Nein. Herr Wiedemann? Nein. Herr Wirz? Ja. Herr Zastrow? Nein. Herr Hilbert? Das Ergebnis der namentlichen Abstimmung lautet 34 Ja-Stimmen, 35 Nein-Stimmen, keine Enthaltung, damit abgelehnt. Wir sind noch mitten im Abstimmungsverfahren. Noch nicht fertig? Achso, stimmt. Und ich habe es registriert, könnt dann gleich im Anschluss. Also damit ist erstmal der Ersetzungsantrag abgelehnt. Das bedeutet, wir stimmen über den ablehnenden federführenden Ausschussbericht ab. Wer also zustimmt, lehnt den eigentlichen Antrag ab. Also wer dem negativen federführenden Ausschussbericht zustimmen möchte, bitte ich jetzt um das Stimmzeichen. Gegenstimmen? Und Stimmenthaltung? 35 Ja-Stimmen, 34 Nein-Stimmen, keine Enthaltung. Damit wäre der ablehnende federführende Ausschussbericht im Top 10.5 angenommen und der Form halber ist zwar ähnlich gelagert, aber damit es dann nicht heißt, ich habe jetzt irgendwas vergessen, mache ich das bei 10.6 noch einmal. Wer hier den negativen federführenden Ausschussbericht annehmen möchte, den bitte ich jetzt um das Stimmzeichen. Gegenstimmen? Und Stimmenthaltung. 35 Ja-Stimmen, 34 Nein-Stimmen, keine Enthaltung. Damit wäre der Punkt oder der Antrag ebenso abgelehnt oder der federführende Ausschussbericht angenommen. So, damit sind wir erstmal durch diese Abstimmung durch. Jetzt gibt es bestimmt Wünsche für persönliche Erklärungen. Herr Kiesling, dann Herr Schmidt. Ja, kein Wunsch, sondern eine persönliche Erklärung. Ich bin während der Debatte sozusagen mit dem Vorwurf konfrontiert worden, ich hätte die AfD als Nationalsozialisten bezeichnet. Das ist falsch. Ich habe sie als Nachfolger der Nationalsozialisten bezeichnet, die in ihrer praktischen Politik das Wort sozial gestrichen haben. Das habe ich hier in vielen Jahren erfahren dürfen. Zu dieser Aussage stehe ich und bitte, dass diese Aussage so im Protokoll festgehalten wird, damit sie jedermann lesen kann. Herr Schmidt, persönliche Erklärung. Nee, keine persönliche Erklärung, okay. Sondern einen Antrag. Ich möchte beantragen, den Tagesordnungspunkt 21 vorzuziehen. Das ist die Behandlung des B-Plans Hansastraße, Hansabogen. Es handelt sich da aus unserer Sicht eher um eine Formalie, diese erneute Offenlegung zu machen. Und ich glaube, wir sollten das heute einfach mit über die Bühne ziehen und dann ihn nochmal 3 Wochen vergehen lassen. Deswegen Antrag auf Vorziehung jetzt sofort. Also, das war ein Geschäftsordnungsantrag auf Vorziehen von 21. Jetzt ist die Frage, gibt es dazu Gegenrede? Naja, zwei Arme ist der falsche Ausdruck. Gibt es jetzt jemanden, der Sie wollen Gegenrede machen? Bitte schön, Herr Wirz.
Ja, ich hebe immer jetzt lieber beide Arme, dass Sie wenigstens einen sehen, wenn ich ihn hebe. Das ist jetzt schwierig. Wir hatten am Anfang der Debatte 10 Stunden Debattenzeit bis zu diesem Tagesordnungspunkt. Wir haben einfach die Rednerin inzwischen entlassen nach Hause. Deswegen würden wir sagen, wir machen das nächste Mal. So wie es auf dem Baumarkt aussieht derzeit in der Bauwirtschaft, wird es so nicht so dringend sein. Insofern kommt es auch in 3 Wochen noch zeitig genug. So, es ist ein Geschäftsordnungsantrag gemacht. Es ist Gegenrede erfolgt und jetzt kommen wir zur Abstimmung darüber. Die Vorziehung von 21 jetzt als nächsten Punkt zu machen. Wer dem folgen möchte, den bitte ich jetzt um das Stimmzeichen. Das Gegenstimmen. Und Stimmenthaltung. Drei Ja-Stimmen, 31 Nein-Stimmen, bei 4 Enthaltungen hat das eine Mehrheit bekommen und wer als nächstes. Es gab einen weiteren Geschäftsordnungseintrag, Herr Breuer. Ja, aber er war eher gewesen. Ja, also auch eine persönliche Erklärung. Erstmal finde ich es sehr interessant, dass der Herr Kiesling im Gegensatz zu uns den Hitlerfaschisten eine soziale Kompetenz noch zugeschrieben hat, sehr interessant. Aber was ich eigentlich sagen wollte, wir sollten uns als Stadtrat hier doch dem befleißigen, und deshalb habe ich mich auch nie nochmal gemeldet vorhin, auf diese persönlichen Angriffe zu verzichten von Herrn Kiesling oder von Herrn Schmele, Lichti war es. Es geht mir nicht nur oder hauptsächlich nicht darum, dass ich als Mensch angegriffen werde. Dafür stehe ich hier als Politiker und das kann ich aushalten. Aber das Schlimme an der ganzen Sache ist, und das sollten wir uns alle vor Augen halten, wenn solche Beleidigungen, solche Heranziehen der dunkelsten Geschichte der deutschen Geschichte herangezogen werden und hier angebracht werden, dann ist das der Freibrief dafür, dass Plakate runtergerissen werden, dass die Sturmtruppen Wahlstände überfallen. Die holen sich dadurch ihre Legitimation, die sie sich mit solchen Angriffen geben. Und das finde ich schlimm. Und wir sollten darauf verzichten. So, jetzt gab es weitere Geschäftsordnungsanträge. Herr Wirtz, bitteschön. Ich wollte beantragen, noch einen Tagesordnungspunkt vorzuziehen, damit wir die Rednerin dieses benachrichtigen. Die kommt gleich rein, dann können wir das mit der 21 machen. Ja, das ist jetzt so unbestimmt, damit kann ich nichts abstimmen, Herr. Es ist jetzt beschlossen worden, also auch in großer Rücksichtslosigkeit von Herrn Schmidt, also so ein Affront gegen unsere Rednerin. Wie gesagt, es waren 10 Stunden Debatte waren vor dem Tagesordnungspunkt. Wir haben Sie jetzt angerufen, Sie kommt rein. Wenn es in einer Viertelstunde dran käme, wäre es okay. Ja, aber da kann ich jetzt, es hat jetzt eine Mehrheit gegeben, hat eine Abstimmung gegeben und ist durch. Gibt es jetzt Geschäftsordnungsanträge? Und nur wenn es Geschäftsordnungsanträge gibt, Herr Schäubach, kann ich dann was sinnvoll dran nehmen, sonst steigen wir in den Punkt in die Debatte ein. Ja, ich hatte mich unmittelbar nach der Abstimmung gemeldet, aber es war hier ein bisschen Aufregung im Saal, das haben Sie vielleicht übersehen. Kein Problem, dann stelle ich meinen Geschäftsordnungsantrag jetzt. Das war ja ein bisschen unübersichtlich bei der Abstimmung und deshalb beantrage ich Wiederholung der Zählung. Also, wozu war jetzt zu dem Änderung jetzt in der Tagesordnung oder wozu stellen Sie jetzt einen Antrag? Es hat ja zuletzt eine Abstimmung gegeben über einen Geschäftsordnungsantrag. Das hat ein Ergebnis mit sich gebracht. Hier war große Unruhe im Saal, es war ein knappes Ergebnis. Deshalb möchte ich es gern auszählen lassen. Deshalb Wiederholung der Zählung. Das wollte ich jetzt wissen, zu dem Geschäftsordnungsantrag auch vorziehen. Von 21 hatten Sie noch mal. Genau.
Dann machen wir auch das namentlich und ich darf abfragen lassen in einer namentlichen Abstimmung, wer jetzt für das Vorziehen des Tagesordnungspunkt 21 als Nächsten ist und darf bitten, die einzelnen Stadträtinnen und Stadträte aufzurufen zur Abstimmung. Frau Arnert, Frau Apel, Herr Aschenbach, man versteht es schlecht. Mal bitte hier Ruhe, sonst kann hier keine namentliche Abstimmung stattfinden, weil es nicht zu verstehen. Herr Aschenbach, Frau Barkow, Frau Bischofberger, Herr Blödner, Frau Bischofberger, Herr Blödner ist da, Herr Böhm, Herr Böhm, Herr Braun, Herr Dr. Brauns, Herr Breuer, Frau Kaspari, Herr Kolditz, Frau Dagen, Herr Dr. Deppe, Herr Dietze, Herr Drebs, Herr Engel, Frau Filius-Jene, Herr Fischer, Herr Flemming, Frau Frohwieser, Frau Dr. Geitsch, Herr Genschmer, Herr Gilke, Herr Göhler, Frau Kraul, Herr Hannig, Herr Hans, Frau Hanser, Herr Hase, Herr Hecht, Frau Holowenko, Herr Kaden, Herr Kiesling, Frau Krause, Frau Krause, Nils Gröber, Herr Krüger, Herr Lazinski, Leo Lenz, Herr Lichti, Herr Lommel, Herr Löser, Herr Maloni, Frau Marschner, Herr Mattes, Frau Mühlbach, Frau Mühle, Herr Müller, Frau Nikolov, Herr Nitsche, Herr Pinkert, Herr Rentsch, Frau Scharnetzky, Frau Schäbe, Herr Schmählich, Herr Schmidt, Herr Scheubach, Frau Dr. Schöps, Herr Dr. Schulte-Wissermann, Herr Schulze, Frau Siebeneicher, Frau Sturm, Herr Vetterlein, Frau Dr. Vogel, Frau Wagner, Frau Walter, Frau Wendt, Herr Wiedemann, Herr Wirz, Herr Zastrow, Herr Hilbert. Das Ergebnis lautet jetzt 32 Ja-Stimmen, eine Enthaltung bei 34 Nein-Stimmen und damit hat es keine Mehrheit gefunden und wir setzen jetzt in der Tagesordnung von vorne fort und damit wäre als nächste Tagesordnung